Ich habe da eine Geschichte für euch. Und zwar die Geschichte vom armen Bauer und seinem Rennpferd. Es gibt einen ganz, ganz armen Bauer. Und dieser arme Bauer verdient durch seine Tätigkeit als Bauer gerade so viel Geld, dass es ihm fürs Lebensnotwendige reicht. Er kann sich gerade sein Essen leisten, seine Hütte, wo er schlafen kann, aber sonst ist ganz, ganz wenig Kohle übrig, um sich irgendwas extra zu leisten. Und dieser Bauer erhält irgendwann einmal ein Rennpferd. Und zwar ein geniales Rennpferd. Ein Rennpferd, das ist so gut, dass es bei jedem Rennen den ersten Platz belegt. Und dieses Rennpferd sorgt dafür, dass der Bauer durch dieses Rennpferd, durch die Rennen, was es gewinnt, richtig schön Geld bekommt. Und jetzt habe ich eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen an euch. Würde der Bauer seinem Pferd schlechtes Essen zu geben? Oh, fang nochmal von vorne an. Schlechtes Essen zu geben, oder? Ja. Würde der Bauer seinem Pferd schlechtes Essen geben? Würde der Bauer seinem Pferd nichts zu trinken bzw. schlechtes Wasser geben? Würde der Bauer sein Pferd nicht pflegen? Würde der Bauer sein Pferd keinen Auslauf gönnen? Würde der Bauer sein Pferd nicht trainieren? Würde der Bauer dafür sorgen, dass sein Pferd schlecht schläft? Sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Bauer das niemals tun würde. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Wer ist in deinem Stall das Rennpferd? Wer liefert bei euch zu Hause ab? Wer ist der Performer? Wer sorgt dafür, dass es dir gut geht? Wer sorgt dafür, dass es deiner Familie gut geht? Wer sorgt dafür, dass es zum Beispiel deinen Angestellten gut geht? Dass deine Angestellten eine Arbeit haben? Wer ist es? Wer ist dein bestes Rennpferd? Ich glaube, ich muss nichts sagen. Ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist jetzt aber an euch. Wie gut pflegt ihr euer Rennpferd? Bekommt euer Rennpferd das beste Essen? Bekommt euer Rennpferd das beste Trinken? Sorgt ihr dafür, dass euer Rennpferd maximale Aufmerksamkeit bekommt, dass es trainieren kann, dass es Auslauf bekommt, dass es gut schläft? Das ist meine Frage an euch. Und wisst ihr was? Ich weiß, jeder von euch weiß jetzt, was damit gemeint ist. Die Frage ist nur, warum behandeln wir unser Rennpferd nicht so wie in der Geschichte? Warum investieren wir nicht in unsere gesunde Zukunft? Warum warten wir ab, bis die ersten roten Karten kommen? Warum machen wir das? Ich gebe jetzt euch noch ein Beispiel. Wenn man bedingt durch einen schlechten Lifestyle, durch schlechte Ernährung, ungesunde Ernährung, durch wenig Bewegung, durch viel Sitzen, durch wenig artgerechtes Verhalten irgendwann mal zum Arzt muss, weil lebenswichtige Organe anfangen zu meckern, weil das Herz unter Stress steht, weil die Leber nicht mehr so gut funktioniert, weil die Blutwerte schlecht sind. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben wir schon 70% unserer Leistungsfähigkeit der lebenswichtigen Organe verloren. Es sind nur noch 30% übrig. Und wer jetzt glaubt, ja, dann kriegt man ein paar Tabletten und dann wird er schon funktionieren, der ist hier völlig auf der falschen Bahn. Wisst ihr auch, warum das Problem ist dabei? Was glaubt ihr, was die Tabletten bewirken? Beheben die Ursache oder ist es nur eine Symptombehandlung? Es ist nur eine Symptombehandlung. Die Ursache bleibt die gleiche, der schlechte Lifestyle. Also, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass wir meistens erst dann, wenn der Körper anfängt zu meckern, dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen. Dann haben wir schon 70% unserer Leistungsfähigkeit verloren. So, und jetzt gebe ich euch ganz einfache und ganz wertvolle Tipps, wie man das ändern kann. Und da habe ich für euch eine ganz wichtige Formel. Warum? Es gibt eine Formel, die nennt sich 21 VS versus 3. Die meisten Menschen sagen, ja, dann bewege ich mich halt ein bisschen, gehe ein bisschen spazieren.
Die meisten Menschen sagen, naja, da mache ich jetzt ein bisschen Sport. Freunde, es gibt einen gewichtigen Faktor. Deswegen 21 VS3, einen ganz wichtigen Faktor, und der sieht folgendermaßen aus. Wie viele Tage hat die Woche? 7 Tage hat die Woche. Wenn wir gut sind, wie viel Mal sollten wir am Tag essen? Meine Erfahrung seit 30 Jahren, 3-mal am Tag eine wertvolle Mahlzeit, eine gesunde Mahlzeit, eine so weit wie möglich art- und bedarfsgerechte Mahlzeit. Das heißt, wir haben in der Woche 21 Mal die Möglichkeit, in unsere gesunde Zukunft zu investieren. Könnt ihr euch das vorstellen? 21 Mal die Möglichkeit, die richtige Menge an Kalorien und die richtige Art. Das ist das genialste Investment in deine gesunde Zukunft. Im Verhältnis dazu haben die meisten 3-mal Zeit für Sport. Warum? Die meisten haben eine Familie, haben einen Job und nehmen sich Maximum pro Woche 3-mal Zeit, 6-mal Sport zu gehen. So, und jetzt gebe ich euch noch eine Rechnung. 3-mal Sport in der Woche. 1 Stunde. Bedeutet, dass ihr pro Sport im Durchschnitt groß, klein, dick, dünn, viel Muskelmasse, wenig Muskelmasse, männlich, weiblich, je nachdem, was da trainiert wird, ungefähr 400 Kalorien verbraucht. Mal 3 sind 1200 Kalorien. Das heißt, ihr schafft es in der Woche durch den Sport 1200 Kalorien zu verbrennen. Achtung, und jetzt wird es spannend. Und jetzt bitte ich euch ganz genau zuzuhören. Das ist ein Schlüsselmoment. Eine Pizza, Salami mit Käse hat zwischen 1000 und 1300 Kalorien. So, was bedeutet das? Mit einer Pizza könnt ihr energetisch euer ganzes Training kaputt machen. In der Gewichtsreduktion fatal. Auch was die Gesundheit anbetrifft. Da geht man Sport machen, macht und tut und führt dann letztendlich was zu, was überhaupt nicht artgerecht nicht gesund ist. Deswegen, was ich damit sagen wollte, dass ihr die höchste Aufmerksamkeit auf den 21 halten solltet. Diese 21 Mal, diese 21 Mal in eure gesunde Zukunft ist das höchste Gut aller. Natürlich solltet ihr euch bewegen, natürlich. Aber die meisten Menschen setzen nur auf die Bewegung und vergessen die Ernährung. Das Investment in eine gesunde Zukunft besteht aus gutem Essen, soweit wie möglich artbedarfsgerecht. Diese zwei Begriffe werde ich euch noch erklären. Und zwar so weit wie möglich. Art- und bedarfsgerecht bedeutet, was ist artgerecht? Wir verlangen von unseren Tieren, die gezüchtet werden, dass die artgerecht gehalten werden. Dass es ihnen gut geht, so gut wie es geht. Bedarfsgerecht, was bedeutet das bedarfsgerecht? Einfaches Beispiel. Du fährst mit deinem Auto, wir sind jetzt in Karlsruhe, und fährst nach Stuttgart. Was brauchst du an Sprit? Eine gewisse Menge Sprit, nicht viel, weil es sind nur 75 Kilometer. Du fährst mit deinem Auto von hier nach Karlsruhe, von nach Hamburg. Du brauchst viel Sprit, weil es fast 700 Kilometer sind. Also wirst du auch bedarfsgerecht tanken. Du wirst tanken gehen müssen. Ansonsten läuft das Auto nicht, ansonsten läuft die Maschine nicht. So, machen wir das auch bei unserem Körper? Machen wir das auch bei unserem Rennpferd? Dem Pferd, der für unseren Luxus sorgt, machen wir das? In der Regel, in ganz vielen Fällen nicht. Was ich noch für euch habe, ich habe hier, zack, das ist Mr. T's Kitchen. Und hier, da drin, habt ihr mindestens 21 Mal eine Vorgabe, wie gut man sich ernähren kann. Das ist ein Buch zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema gesunder Fitness-Lifestyle. Das kann ich euch schon mal ans Herz legen. Das ist was, was euch auf jeden Fall weiterbringt. Jetzt habe ich noch was für euch. Und zwar, ganz wichtig, wir bezeichnen oftmals noch und sagen, ja, mir geht's ja ganz gut, ich fühle mich ja ganz wohl, ist ja alles okay soweit. Ich fühle mich, ja, jetzt ist doch die Frage, die Bewertung, was ist gut, ist doch die Frage. Ja, ist es wirklich so toll, wenn ich einen 4. Stock hochrenne und da oben nach dem Sauerstoffzelt schreie? Ist es wirklich so toll, wenn ich spazieren gehe und nach 20 Minuten sage, ich bin völlig erschöpft, ich brauche mein Sofa? Ist es wirklich so toll, wenn ich mich bücke und meine Schuhe binden möchte und ich fühle mich danach hundeelend? Ist es wirklich geil, wenn ich hoffe, dass mich beim Auto aussteigen niemand sieht, weil es furchtbar aussieht, weil ich völlig ungelenk, völlig unmobil bin? Das ist nicht geil. Das macht keinen Spaß. Aber im Gegensatz dazu, wisst ihr, wie geil sich das anfühlt, wenn ihr den 4. Stock hochrennt und oben sagt, yes, ich kann noch 4 Stocke hochrennen, ist für mich kein Problem.
Und wenn ihr spazieren geht, sagt Freunde, von mir aus noch 2 Stunden. Und wenn ihr mit anderen Ballsportarten macht, Spielsport, und sagt, ja gut, ich bin 50, aber Freunde, ich kann noch 2 Stunden weitermachen. Wie geil fühlt sich das an? Wie geil fühlt sich das an, wenn du Komplimente von deinen Kollegen bekommst, die Kollegen sagen, ey, Alter, was machst du? Du hast abgenommen, siehst so fit aus. Wie geil fühlt sich das an? Wie geil fühlt sich's an, wenn ich auf der Waage stehe und runtergucke und sage, hey, die Pfunde purzeln. Wow, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, oh, der Bauch wird viel weniger. Und wie geil fühlt sich's an, wenn ich einkaufen gehe und kann mir die Kleider kaufen, die ich möchte, die auch passen. Das ist meines Erachtens nach mit diesem gesunden Gefühl, das ist Lebensluxus. Das ist Lebensluxus. Und genau da sollte unser Ziel hingehen. Parallel zum privaten und geschäftlichen Erfolg, alles super. Aber parallel dazu die Waagschale finden und ein Gleichgewicht finden. Dass man hier nicht businessmäßig, privat, geschäftlich, wow, und körperlich ganz desolat. Weil irgendwann kommt der Punkt, da wird der Körper die rote Karte ziehen. Und dann wird dir auffallen, dass das da oben überhaupt nichts nutzt. Das war's. Andreas Triembacher, bekannt auch als Mr. T. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte, über das du ein bisschen drüber nachdenkst. Und wenn du dann Hilfe brauchen solltest, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich helfe dir sehr gerne weiter.